Walker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Wo ist sie jetzt? Ich hab, was ich wollte. Du hast eine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, du hast mich enttäuscht. Ask, lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kurz. Du willst das mit sicher locken. Davon gehe ich aus. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Unterwegs. Onkel Schriff, hab deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Del? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pelio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Del. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pelio war Del auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Atula. Gerne. Del ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Shriff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Say? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Ich hol mir die Fregatte. Warte. Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist die Anführer weg, geben sie einfach auf? Ich könnte ihnen gesagt haben, dass all unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Aber die wissen das nicht.
Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Clapp hat Dale abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Warum sollte Jay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Glapp gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Jay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ihr nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Immerhin schneit es. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ein, sieh mal. Was ist das für ein Licht? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben Sie getan? Los jetzt. Wenn wir Glapp finden, wissen wir auch, was mit Dale ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Glapp hätte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Das ist Glapp. Das war Glapp. Husk. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung? Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnien-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitung getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden? Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet, mich zu revanchieren. Zuerst Dell, ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Findet raus, was ihr über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst.
Sei. Alles okay? Nein. Liebling. Dein Vater ist tot. Was? Das mit Bleb war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja. Aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternzerstörers und erledigen ihn. Aiden! Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp! Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht passiert! Hask hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist... Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shriff. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand. Gestorben, hä? Genau. Dann los. Irgendwo hier müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben. Dann ziehe ich mal alleine los. Sieh dir das an. Seht ihr was? Hier drüben. Projekt Wiederbelebung. Was? Moment mal. Jenata, Otomok-System. Die Erste Ordnung verschleppt Kinder und zwingt sie dazu, Sturmtruppler zu werden. Ihre militärische Stärke muss ja... Ich will's gar nicht wissen. Vielleicht finde ich irgendwas. Sind das... Großkampfschiffe. Genug für die Kontrolle über die gesamte Galaxis. Bleib stehen. Was ist das? Ein Dreadnought der Ersten Ordnung. Klingt jetzt schon schlecht. Ist es auch. General Organa hat davon erzählt. Hauptsächlich Gerüchte, aber... Tja, sie sind beängstigend. Dann müssen wir eine Schwäche finden. Dio, los geht's. Lad die Pläne des Schiffes runter. Wir müssen sie zu Leia und dem Widerstand bringen. Solange das Schiff im Hyperraum ist, fliegen wir nirgendwo hin. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg hier raus und mach schnell. Du wirst wissen, wenn es soweit ist. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Viel Glück, ihr zwei. Say? Lass mich los. Nein! Das ist die Aiden, die ich kenne. Mutig. Unberechenbar. Benutz deine Waffe. Los, benutz deine Waffe! Say. Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Nein! Ich hab dich! Tu es! Danke. Alles okay? Bin okay. Du?
bestens. Bringen wir es zu Ende. Stoppen wir dieses Schiff. Wir haben es geschafft. Hey Mann, was ist los? Hey. Nein, 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 er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mann, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, Mann, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu, du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt? Nein. Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Hab mehr Angst vorm Scheitern als vorm Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Wir kämpfen, damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Mom. Ich bin allein, Shriff. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat's geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Sektor sicher Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kein Kontakt! Hier spricht Shriff Sogar, Freigabecode 73Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Shriff, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Ma'am. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General.
Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde. Habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren. Aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp.